Der ganze Aufwand von Stein auf Stein, das hätten wir uns, glaube ich, nicht so zugetraut, auch die lange Bauphase. Und deswegen war es für uns eigentlich relativ früh klar, dass wir ein Fertighaus bauen, weil auch von der Qualität her das Fertighaus im Stein auf Steinhaus und nichts nachsteht. Das war vom Preis-Leistung her für uns das stimmigste Produkt. Und das Ergebnis hat uns auch recht gegeben. Wir waren in der ganzen Bauphase und auch mit dem Endprodukt sehr zufrieden. Hat alles gepasst soweit. Ja, und nach der Musterhausaufstellung sind wir auch erstmal auf den Namen gekommen. Und dann haben wir in Pfullingen gewohnt. Mit dem Musterhaus sind wir dann gut in Kontakt gekommen und sind dann vorbeigefahren, haben uns einfach informiert und durch die Verkäufe waren wir überzeugt. Im ersten Moment war das klar ein Gedanke, dass man da so weit wie möglich Richtung Energieeffizienz geht. Allerdings hat uns dann die Praxis gelehrt, dass es alles mit Kosten verbunden ist, dass man viele Sachen vielleicht nicht so umsetzen kann, wie man es kann, wie man es möchte, und dass die Standard-Energieeffizienzhäuser schon relativ gut sind, dass man da keine weiteren Maßnahmen machen muss. Eine Einzigartigkeit, kein Klotz, keine vier Wände, wie man es oft bei Fertighäusern in so einem Bekanntenkreis im Umfeld gesehen hat, dass es einfach ein bisschen Stil und Flair kriegt. Ja. Dass man für Anbauteile wie Nerke oder sowas mit dazu baut, dass es einfach ein paar Ecken und Kanten hat und nicht dieses quadratisch praktisch gut. Sehr zügig, schnell. Gut begleitet durch Pinzenka eigentlich. Und spannend auf jeden Fall. Ja. Also es ist eine sehr interessante Zeit und ging auch recht zügig, weil es ein täglicher Austausch war zwischen uns und Pinzenka und ist innerhalb von 4 Monaten oder komplett fertig. Und so, ja, hat, wir haben uns Mühe gegeben und als auch Pinzenka. Hat auch Spaß gemacht. Und was schön war, dass der Standard relativ hoch ist, dass man eigentlich wenig Aufpreis zahlen mussten für bestimmte Teile. Irgendwie Fenster oder Steckdosen. Ja. Steckdosen. Ja. Rollen. Ja. Bei der Bemusterung, das ist relativ kurz ausgefallen, weil wir da leider zeitlich eingespannt waren beruflich. Und da eigentlich wären es 2 Tage gewesen mit Übernachtung, wir waren nur lediglich an einem Tag dort. Und haben das auch im Schnellprogramm eigentlich durchgezogen, weil wir halt wieder zurück mussten. Und aber hatten wir uns recht gut begleitet und ging dann auch entsprechend gut und zügig. Ja. Ging morgens um 6 Uhr schon los und es war spannend schon, dass auf 4 Lasten, glaube ich, das ganze Haus drauf war. Ne? Ja. Ja. Und reibungslos. Ja, wie zügig dann die Wände aufeinander gestellt worden sind und am Schluss dann das Dach und alles, innerhalb von 1,5 Tagen stand dann das ganze Haus. Ja, bis zu der Dachziegel sind wir gekommen am ersten Tag. Kein Regen zum Glück. Viele Neugierige aus Familie, Bekanntenkreis. Ja. Und man kann es ein bisschen entspannt vom Rande anschauen und mit Bekannten ein bisschen drüber philosophieren und zuschauen. Für dich war es spannend, die Räume dann auch in Wirklichkeit zu sehen. Ich konnte es mir im Vorhinein schon ein bisschen vorstellen. Also, ja. Ich glaube, so gut geschlafen habe ich noch nirgends. Das war das Erste, was ich in den ersten Tagen erlebt habe. Keine Feuchtigkeit in irgendwelche Räume, eine super Raumluft. Ja, immer wohlig warme Füße, das ist ein mega Raumgefühl. Durch die gute Dämmung sind die Wände innen auch immer warm und man fühlt sich einfach wohl. Oh. Eigentlich hier Wohn-Ess-Bereich, wo man sich auch mit Freunden aufhält, mit der Familie aufhält, wo man einfach zusammenlebt. Oder gerne auch die Küche an der Bar, also ja. Das ist so der typische Platz, wo dann einer kochen kann, meistens sie dann. Und dass sie entweder die Kinder oder die Gäste dann irgendwie in die Bar setzen, man kann sich unterhalten und ist
immer beieinander und ja, schon mal gesellig. Alles. Wir würden heute nichts anderes anders machen. Also, die Möglichkeiten, die wir für uns haben, so haben wir es umgesetzt und fühlen uns eigentlich rundum wohl. Wir würden es wieder so machen. Das Gesamtpaket passt einfach.